Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe heute wieder den Sahat Schamo mitgebracht und wir werden heute darüber sprechen, was für dich für die Werbung besser geeignet ist. Facebook oder Google oder ein anderes Netzwerk. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was solltest du für dich nutzen und viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie gerade eben schon erwähnt, werden wir heute über erstmal den Unterschied von Google und Facebook sprechen. Dann geht es natürlich darum, was sind das für Netzwerke, was sollte ich wann verwenden, warum nutzen wir zum Beispiel mit unseren Partnern Netzwerke wie Facebook oder Instagram und all das, wie gesagt, heute in diesem Video. Das Erste, was man sich vor Augen führen muss oder worüber man überhaupt mal nachdenken muss, ist, was definiert jetzt diese beiden Netzwerke, was ist der Unterschied? Also wenn wir von Google sprechen, zumindest in diesem Video, sprechen wir nur von bezahlten Werbeanzeigen bei der Google-Suche. Ja, das bedeutet, wenn du zum Beispiel eingibst, Küchen Hannover, dass du dann ganz oben in deiner Werbeanzeige landest. Da gibt es eine Überschrift und ein bisschen Text dazu. Bei Facebook ist es halt wie gesagt so, dass wir Werbeanzeigen in dem Netzwerk platzieren und versuchen, das eben bestmöglichen Menschen zu zeigen. Und im Grunde genommen ist das auch schon der Hauptunterschied. Also wenn man jetzt von der ganz trockenen Marketingtheorie ausgehen würde, würde man sagen, Google-Werbung ist sogenanntes Pull-Marketing und Facebook-Werbung ist sogenanntes Push-Marketing. Push-Marketing, weil man drückt dem Nutzer quasi eine Werbeanzeige vor. Und bei Pull-Marketing halt, man zieht den Nutzer, weil er sowieso schon was sucht. Und jetzt gibt es immer die Frage, also ich höre das eigentlich fast tagtäglich von unseren Kunden, was ist denn besser, warum nutzen wir nicht dies, warum nutzen wir nicht jenes? Im Grunde genommen ist es so ein bisschen, ja, eine Rechtsanwalt-Antwort, es kommt wirklich drauf an, was solltest du tun? Denn Facebook hat seine Vorteile, Google hat seine Vorteile und darauf geht mein Kollege jetzt einmal ein bisschen ein. Ja, es ist natürlich bei Facebook und bei Google hast du auch ein bisschen verschiedene Konkurrenzsituationen, ja. Wie du deine Anzeige bei Facebook platzierst und bei Google. Du kennst es ja selber, bei Google, wenn du aktiv auf der Suche bist, hast du in dem Moment ziemlich viel Konkurrenz. Ja? Selbst wenn du ganz oben gelistet bist, ja, sagen wir mal im Idealfall, du bist ganz oben gelistet, hast du mindestens 2, 3 Mitbewerber auch darunter gelistet. Ja? Also du hast direkt die Konkurrenz. Ob das jetzt schlecht oder gut ist, sei mal dahingestellt. Ja? Und das ist der feine Unterschied zu Facebook, vor allem auf Mobile-Version. Ja, du schaust auf dem Handy und es läuft nur deine Anzeige. Du hast in diesem Moment rechts, links, oben keinen Konkurrenten. Du siehst die Facebook-Seite, ja, du siehst die Anzeige, du siehst ein Bild und im Idealfall hast du auch vielleicht direkt eine Call to Action auf dem Bild und in der Anzeige selber. Das heißt, du hast in dem Moment diesen massiven Vorteil, dass du eher konkurrenzlos bist. Klar, er kann weiter scrollen, aber in diesem einen Moment hast du seine komplette Bildschirmfläche und hast sozusagen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, weil sie in diesem Moment nicht da ist. Ja, und sonst muss man auch natürlich gucken, wo man werbebudgettechnisch liegt. Ja, also was viele nicht wissen, also viele meinen immer, mach mal Google-Werbung. Ja, klar, aber Google-Werbung ist verhältnismäßig teuer im Vergleich zu Facebook. Ja? Ja. Warum empfehlen wir auch vielen unserer Kunden, ja, fang mal erstmal lieber mit Facebook an, Instagram, weil du da mit weniger Geld mehr Impressionen erreichst. Du hast einfach beispielsweise mit 500 Euro deutlich mehr Einsichten als jetzt bei Google mit 500 Euro. Und deswegen ist es gerade am Anfang für auch ja, eine Firma, die vielleicht noch nicht so bekannt ist in der Region, die vielleicht noch nicht so viel Werbebudget monatlich zur Verfügung hat, da erstmal auf Facebook zu setzen. Ja? Das ist auch unsere klare Empfehlung. Das heißt aber nicht, dass Google schlecht ist. Das hier ist nur der Hinweis, dass Google in der Regel teurer ist. Ja. Ja? Also eine Google-Suche ist in der Regel teurer als Facebook-Anzeigen. Und deswegen empfehlen wir einfach am Anfang, startet doch mal damit. Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwas grundsätzlich schlechter ist. Das will ich auch gar nicht damit sagen. Das heißt nur, es ist generell günstiger, mit Facebook zu starten und dann letztendlich zusätzlich, wenn dann auch noch Google-Werbung zu machen. Genau, also ja, hast du absolut recht mit. Du hast ja jetzt bestimmt schon mitbekommen, ich sag mal im Rahmen der ersten Minuten, dass wir so ein bisschen pro Facebook, pro Instagram sind. Das ist auch tatsächlich das, was wir mit den meisten von unseren Kunden umsetzen, weil ein Unterschied, den jetzt mein Kollege gerade noch nicht genannt hat, ist einfach, du hast auf Facebook logischerweise grafisch viel mehr Möglichkeiten, irgendwas darzustellen. Ja, die meisten unserer Partner, ob wir jetzt von Küchen sprechen, von Lamellendächern oder von Terrassendächern, Markisen, das sind ja unter anderem Produkte, die über das Design verkauft werden. Weil man möchte das im Garten stehen haben, man möchte es in der Küche stehen haben, es soll cool aussehen. Und genau da ist Facebook halt die bessere Plattform, weil du hast bei Google, wenn wir jetzt von der Suchanzeige sprechen, hast du eine Überschrift und ein bisschen Text dazu und das war's.
Aber am Ende des Tages, eine gute Küche, die auch gut aussieht, verkauft sich halt einfach über den Look. Ja. Genauso ist bei Lamellendächern. Ja, man muss sich irgendwie vorstellen, okay, wie fühlt es sich an, da drunter zu sitzen? Wie sieht das Ganze aus, wenn die Sonne untergeht zum Beispiel? Das kannst du halt über Google halt sehr, sehr schwer transportieren. Eine andere Sache oder eine Frage, die du dir einfach stellen solltest, wie schnell braucht mein Kunde dieses Produkt? Ja, weil am Ende des Tages, alle Produkte, die wir verkaufen, sind irgendwo Problemlösungen. Und wenn ich jetzt ein Terrassendach mir zulege, ist das Problem, dass ich irgendwie im Sommer die Sonne auf der Terrasse habe. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel als Dienstleistung oder Produkt Schimmelsanierung habe, dann habe ich ja im schlimmsten Fall den Schimmel schon in der Wohnung. Und dann möchte ich nicht 3 Monate auf eine Lösung warten. Und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, das könnte man überlegen, über Google anzugehen, weil die Leute haben jetzt das Problem. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden auf Facebook erwischt, der jetzt gerade akut dieses Problem hat, ist nun mal nicht so hoch. Ja. Da suchen die Leute halt einfach, ne? Und du merkst schon, es wird darauf niemals eine Antwort geben. Das heißt, unsere Empfehlung wäre einfach, wenn du das wissen möchtest, was soll ich jetzt nutzen? Weil man kann in diesen Werbeplattformen auch relativ schnell viel Geld verlieren, ohne dass es einen Effekt gibt. Komm auf uns zu, buch dir ein Erstgespräch bei uns auf der Webseite, kontaktiere uns auf jedem erdenklichen Wege und frag einfach mal nach. Wir können dir ganz genau sagen, was für dein Produkt der beste Weg ist, weil wir eigentlich in jeder Branche, in jedem Produktbereich schon mal was gemacht haben und einfach sehen, was am besten funktioniert. Dann können wir dir weiterhelfen. Das heißt, abonniere diesen Kanal, komm auf uns zu, frag gerne nach. Und dann wirst du sehen, wird es auch für deine Branche, für dein Produkt, wird es auf jeden Fall eine Blaupause geben, was da am sinnvollsten ist. Das werden wir dir mitgeben. Und ansonsten, wie gesagt, abonniere den Kanal. Viel Spaß bei den nächsten Videos und bis dahin. Bis bald.